Aha. Das Impfapparat zu haben, ich heiße Mia, Mia Was? Smith, und ich habe ihn Hey. angerufen, weil sie haben eine Anmeldung über Online-Investitionen gemacht und ich wollte Ihnen kurz informieren. Ach so, ja, okay. Okay, erstmal, wir sind von der Firma Forex Time und wir sind seit 12 Jahren lizenziert. Du, ich Und verstehe kein wir Wort. Hast du jemanden, der richtig Deutsch sprechen kann? ja, kann ich. Nee, offenbar nicht. Nimm mal den Schwanz aus dem Ja, Mund, wenn aber du mit mir redest. ja, wenn Sie eine Deutsche sind, kann ich Ihnen verbinden mit einer Deutschen. Aber Sie sind Ja, auch ein bitte. Deutscher, oder? Ja, was ist? Gib mir Deutsche, bitte. Ja, wenn Sie Deutsche sind, dann gebe ich Ihnen eine gut, das gut Deutsch spricht. Ja, Du kannst bitte. das. Ja, aber du bist nicht Deutsche. Woher Doch, bin kommen ich. Sie? Woher Geht dich doch überhaupt nichts an. Gib mir jetzt einen, der richtig Deutsch kann, oder ich lege auf. kommen Sie? Oh, okay, dann gebe ich dir. 1 Sekunde bitte. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hallo? Spreche ich mit Herrn Faiso. Ja, was Sind gibt's Sie denn? mal zu haben, Herr? Wie geht es Ihnen jetzt einmal? Geht es Ihnen gut? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist ja noch schlimmer als die Wie anderen. geht es Ihnen, habe ich gefragt, ob es Ihnen gut geht? Ja, und selber? Ja, es freut mich, dass Ihnen gut geht. Sie möchten Deutsch sprechen, oder? Sie haben da auch Bescheid gegeben, dass Sie möchten Deutsch sprechen. Woher kommen Sie überhaupt? Berlin, Kreuzberg. Berlin. Und was für ein Landsmann sind Sie? Deutsch. Deutsch. Ja, klar. Ich kann das nicht glauben mit Ihrem Namen Deutsch. Ja, Es ist schwer zu glauben. ist mir egal, ob du Faeser? das glaubst oder nicht. Woher Ich habe kommen Sie, Passport, Faeser? Alter. Ehrlich, ich meine das ehrlich. Woher kommen Sie? Pakistan ist mein Vater. Pakistan. Ja. Und wie lange haben Sie in Deutschland? Was habe ich? Wie lange haben Sie in Deutschland? Du meinst, wie lange ich hier wohne? Seit meiner Geburt. Und du? Ach so, Sie sind da geboren. Ja klar, darum bin ich Deutscher, Ach verdammt. so. Ach so. Dann haben Sie auch Papier, ne? Ich habe richtig viel Papier. Papier zum Joint drehen, Papier für Staatsbürgerschaft. Ich Auch habe alles, Alter. Papier zum Durchdrehen oder Ja, klar, Mann. was? Das habe ich auch. Guter Junge, guter Junge. Ja. Und was machst du? Kiffst du nur oder ziehst du auch? Nein, nur kiffen, Alter. Ziehen ist zu hart, Nur Alter. kiffen. Da kann ich nicht Nur mehr Hase. arbeiten, Alter. Nur Hase kiffen, ne? Nur Hase. Ja, nur bisschen relaxen, bisschen Woher indische nehmen Sie das? Couscous. Ah, von Kollege. Woher nehmen Sie das? Kollege bringt mir immer. Woher er hat, ich frage ihn gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Woher nehmen Sie, meinte ich? Ist das nur gutes Zeug? Also ich finde es gut. Weiß, ich habe nicht so viel Ne? Ahnung davon. Manchmal bringt er was Und? mit und dann machen wir schönen Ach Abend. so, ach so. Aber wo wohnen Sie in Berlin überhaupt? Ich habe viele Freunde da. In Kreuzberg. Aha. Ist gute Stadt, sie. Und wer alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 32. Ist das hier Verhör oder was? 32. Also, Sie sind noch jung. Sind Sie auch verheiratet? Nein, Alter, geh mir weg. Warum denn? Es nervt nur, Alter. Ich habe meine Ruhe, ich kann machen, was ich will und keiner stresst mich. Ja, normal, mit Frau kannst du nicht kiffen, kannst du kein Gras rauchen. Kannst du nicht kiffen, kannst du nicht saufen, kannst du nicht Party machen, da geht gar nichts mehr. Das Leben vorbei. Ja Und arbeiten Sie? klar. Was machen Sie beruflich? Ich bin bei Schuhgeschäft. Glaubt man nicht, aber ist so. Also Schuhgeschäft. Ja. Und Ausbildung haben Sie nicht gemacht, oder was? Ja, doch klar. Bin Groß- und Wegen was? Außenhandelskaufmann. Wegen was haben Sie die Ausbildung gemacht? Habe ich doch gerade gesagt. Groß- und Außenhandelskaufmann. Eigentlich so vom Ach Baumarkt so. und so, aber der Ach Schulladen so. bezahlt gut. Und warum arbeiten Sie jetzt bei Schuhgeschäft? Ist guter Job. Verdiene gut Geld, habe Wochenende immer frei. Ich mag das. Wie viel verdienen Sie? Wow, 3, 4. Drei, vier? Bin Filial- und Bereichsleiter Berlin. Netto oder brutto? Ja, brutto. Netto wäre geil. Brutto. Brutto weiß ich auch. Ich dachte, Sie bekommen das netto. Nein, Mann, Alter, ich bin doch hier nicht bei, keine Ahnung, bei Politiker Ja, oder aber wenn so. Sie schwarz arbeiten, bekommen Sie alles selber, müssen Sie nicht Steuer zahlen, ne? Weil Ich kann Ihnen einen Job schwarz finden. wie willst du den schwarzen Schuhe verkaufen? Also ich mit so einem Karren durch die Stadt laufen oder was? Wenn du Friseur Nee, bist, kannst du schwarz arbeiten, aber als Schuhmann, Alter. ich hätte Ihnen einen anderen Job gefunden. Du mir, was denn für Job?
Ja, schwarz arbeiten. Was denn? Ja, es gibt so viele. Fragen Sie nicht sofort auf einmal, aber wenn Sie möchten, kann ich Ihnen einen Job für ihn finden. Hast du dann deswegen... werden Sie schwarz arbeiten, ganze Geld werden Sie auf Ihre Tasche machen, müssen Sie keine Steuer zahlen. Ja, dann bin ich aber auch nicht krankenversichert und alles. Das geht hier immer nur mit Arbeit. Aber. Ja, okay. Trotzdem, krankversichern sind Sie nicht, ne? Aber Sie können Geld verdienen, ne? Diese ja, 3-4, was Sie bekommen, können Sie alles auf Tasche nehmen, netto. Ja, aber wie macht man das? Ja, was für eine Arbeit müssen Sie machen? Was machen Sie gerne? Oh, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen. Macht mir viel Koks Spaß. Verkaufen? Koks verkaufen, arbeiten Sie? Koch verkaufen? Ich hab's nicht verstanden. Koks verkaufen. Nein, Alter, bist du verrückt? Warum? Bist du verrückt? Das ist doch. Ich will doch nicht in den Knast kommen, Alter. Mal einen Lutscher klauen und okay. So ist okay, aber okay. Sowas macht und dann doch. Gras verkaufen? Okay, Gras verkaufen? Nein, ich will nur meinen Spaß damit haben. Ich will damit nicht handeln, verdammt. Aber ich kann Ihnen was gutes Zeug bringen, ne? Ich kenn dich doch gar nicht, Alter. Du bist du von den Bullen am Ende. Digga, ich hab die beste Häs, das von Holland kommt. Ich hab meinen Coffeeshop da. Wenn na, du mit uns gerade, Waffengattung. Bist du von Polizei oder was? Was? Bist du von Polizei oder was? Alter, du bist verrückt, Alter. Denken Sie ehrlich, dass ich von Polizei bin? So, was weiß ich, du rufst mich an, ich weiß gar nicht, wer du bist. Dann willst du schwarz arbeiten, willst du Gras verkaufen, willst du Koks verkaufen. Das hört sich da so billig in Hollywood-Filmen, verdammte Scheiße. Ah, du bist lustiger Junge. Ich komme aus Russland, ne? Ach so. Ich habe gute Connection. Ich war schon früher, ich habe da bei den Spionen gearbeitet, so. Mit Spionen, ja, das gibst du so auf und zu. Pass auf, gleich kommen die Amerikaner mit den Flugzeugen und machen dein Callcenter kaputt. Ich habe Freunde, die Amerikaner. Die Amerikaner denken, dass ich Amerikaner bin. Die wissen überhaupt gar nicht, dass ich von Russland bin. Oh, verdammt, so ein Doppelspion. Da habe ich neulich so einen Film gesehen, wie hieß der? Ich bin so eine Chris Hansen. Du bist Chris Hansen, Alter. Ich bin so eine Spinne, ne? Ich mag das, ist gut. Ja, das ist Spaß. Aber man muss um diese Lebensspinne sein. Ansonsten, ja, man muss so. mit zwei Türen arbeiten. Mit zwei Türken, ja, das stimmt. Türken sind gute Leute. Nicht Türken, Tür meinte ich. Du hast gerade gesagt, man muss mit zwei Türken arbeiten. Man muss mit zwei Türen arbeiten, meinte ich. Tür, wie Türen? Ich habe an meinem Zimmer aber nur eine Tür. Ist das jetzt schlecht oder was? Guck mal, ich meine das ernst. Wenn Sie möchten schwarz arbeiten, ich kann einen guten Job für ihn besorgen. Ne, also die Alte vorhin, die kein Wort Deutsch gesprochen hat, die hat irgendwas von Investment erzählt. Du erzählst mir jetzt was von Schwarzarbeit. Was wollt ihr denn von mir? Wer hat so diese Frau? Ja, diese Frau, sag ich einfach, dass die soll so wegen Investing sprechen. Wegen Bitcoin, weil ich verkaufe Bitcoin. Ich verkaufe Koks auch. Auch Koks, okay. Na gut, das ist genau. So gar nicht meins. Damit will ich nichts zu tun haben. Warum denn? Das ist so brutal. Ich kann Ihnen Kunden schicken. Die Kunden werden die Ihnen nicht bezahlt. Die Kunden werden Ihnen auf Bitcoin bezahlt. Das ist ein guter Job. Du kannst mir Leute in den Schuhladen schicken, Alter. Aber ich will doch kein Drogendealer werden, verdammt. Aber man kann richtig gutes Geld verdienen. Ne? Sie können 5, 6, 7, wer weiß, pro Monat gewinnen. Was, Euro oder Knastjahre? Oh, du bist verrückt, Alter. Bist du auch in Berlin? Wir müssen mal Party machen. Inshallah. Ich war schon in Berlin, aber ich weiß nicht, wenn ich wiederkomme, dann vielleicht treffen wir uns. Ne? Aber ja, ich meine das ernst, ne? Aber warum arbeiten Sie nicht so schwarz? Man kann richtige Geld gewinnen. Ja, aber nicht als Schuhverkäufer, verdammt, habe ich doch. Was will ich machen, wenn hier Fußball spielt? Aber ist nicht Schuhe schwarz verkaufen, das lohnt überhaupt nicht. Nee, deswegen mache ich das ja auch nicht. Ich bin ja ein Waren Sie überhaupt gar nichts im Knast, oder was? Nein, verdammt. Ja, ich habe 2 Jahre Knast gemacht, das ist gut. Warum? Was hast du gemacht? Sag mir. Ja, was habe ich gemacht, ne? Ey, Alter, komm, vorhin, Frage. Hast du mir erzählt, du bist russischer Doppelspion, da kannst du mir auch sagen, warum du im Knast warst. Ja, ich habe Scheiße gebaut, ne?
Ja. Ich habe zwei Amerikaner geschissen. Ah, das ist aber auch nicht nett. Weißt du, alle Völker müssen ja in Frieden zusammenleben. Das ist schon fertig, ich habe viel Geld bezahlt, ich bin jetzt draußen. Ach so, du hast dich freigekauft, okay. Also ja, somit, ich habe das bezahlt. Ich habe viel Geld bezahlt und dann habe ich nur 2 Jahre gemacht, weil sonst hätte ich das 20 Jahre machen können, aber trotzdem, wenn man Connection hat, man macht nicht so viel Knast, ne? Weiß ich, kann ich nicht mitreden, da habe ich so gar keine Ahnung von. Ja, aber deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie möchten schwarz arbeiten, Koks verkaufen, Sie haben meine Connection, Sie werden keinen Knast machen. Ich werde euch jedes Mal rausbringen. Aber warum würdest du deine Quellen teilen, Alter? Das macht man doch nicht einfach. Bitte? Warum teilst du deine Quellen oder willst du deine Quellen teilen? Das macht man doch nicht, so gefährlich. Ich will viel, nein, ich will viel Kunden machen, wissen Sie? Ich will auch viele Leute, dass sie diese Arbeit machen können. So, na gut, aber also Bitcoin wäre eher so meins, weißt du, das andere ist mir zu kriminell, Alter. Was meinen Sie? Ich sag hier so mit Stoff und so, das ist mir zu hart, Alter. Da will ich ein bisschen Bitcoin so ist okay, aber Alter, nein. Ich meine das ernst, ne? Wir haben Spaß gemacht. Ich jetzt auch. Spaß beiseite. Guck mal, jetzt Spaß beiseite, ne? Normalerweise, wir haben ihn angerufen über Online-Trading, Online-Investitionen. Sie haben früher eine. Ha? Was schreit die Frau da im Hintergrund? Die muss ruhig. Die Frau. Die muss ruhig die sein, wenn zwei Männer reden, verdammt. Sag ihr das. Ja, die Frau. Die Frau hat mit Nia gesprochen, aber um ernsthaft, ne? Wir haben ihn angerufen über Online-Trading, Online-Investitionen, ne? Aha. Genau. Sie haben doch früher vielleicht eine Anmeldung über Online-Trading gemacht. Und deswegen haben wir ihn angerufen, wissen Sie, damit Sie die Informationen geben, wie das Aha. Ganze funktioniert. Ja, aber haben Sie schon mal Erfahrung über Online-Trading gehabt? Oh nee, ich habe mich da mal bei so ein paar Seiten angemeldet, weil wollte ich das angucken und so, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden, was ich da machen kann. Also, aber investiert haben Sie noch nie? Nee, noch gar nichts. Ich habe mich da angemeldet, mal so ein bisschen geguckt, geht das hoch, geht das runter, aber so überhaupt gar keine Ahnung. Da muss man ja den ganzen Tag dann gucken immer, da habe ich gar keine Zeit für. Nein, nein, aber wenn Sie das, guck mal, wenn Sie das einfach mit einem Expert machen, ne, mit einem Finanzberater, Aha. dann müssen Sie das nicht alleine machen, ne? Ach so. Sie müssen nur, wenn Sie Zeit haben, einfach von einem Computer zu setzen oder bei telefonisch. Und dann, den Expert macht die ganze Arbeit für Ihnen, ne? Der wird auch bei der Börse für ihn handeln. Der wird die ganze Arbeit machen. Das müssen Sie nicht alleine machen. Kollege, mal ohne Scheiß, du hast mir schon 3 kriminelle Schwarzarbeitgeschichten angeboten. Hör auf, sie zu mir zu sagen, verdammt. Wir sind hier in Berlin City, Alter. Hier sagt man du. Nein, ich meine das ernst. Wir haben Spaß gemacht, ne? Ja, klar. Aber jetzt um ernsthaft, wenn Sie möchten, einfach bei dem Bitcoin, wenn Sie noch nie versucht haben. Nee, noch gar nicht. Wenn Sie noch nie versucht haben, Sie können das einfach versuchen, ne? Sie können einfach 250 Euro, das ist Mindestbetrag, können Sie einfach versuchen, wie das Ganze funktioniert. Weil ich habe schon Kunden, die mit 250 Euro schon mehr als 10.000 Euro gemacht haben, aber das muss auch mit mehr Glück haben, ne? 10.000? Aber in einem Jahr dann, oder was? Nein, ich sage Ihnen nicht, dass Sie 10.000 verdienen, aber trotzdem, so 1.000, 2.000 Euro werden Sie jedes Monat schaffen. Also ne? Du hast auch keinen russischen Akzent, Kollege. Wo kommst du her, sag mal? Ich komme aus Russland, habe ich Ihnen gemeint. Du hörst dich nicht so an wie so ein Russisch. Ich habe auch so ein paar russische Kumpels, so Kasachstan und sowas. Du hörst dich gar nicht so an. Nein, ich komme ich komm aus Moskau. Ah, cool. Kennst du Stop Ham? Was war das? Stop Ham. Ja, habe ich schon gehört. Die sind cool, die Jungs, die gucken schon immer die YouTube-Videos von denen. Ja, die machen so manches gutes Videos, aber um ernsthaft. Aha. Und um ernsthaft meinte ich, wenn Sie noch nie versucht haben, ich kann Ihnen einfach den Link schicken, wo Sie das schauen, diese Firma, diese Plattform und so weiter. Und dann, falls Sie Interesse haben, können Sie sich einfach melden. Ja klar, können wir drüber reden. Ich meine, warum nicht? Ich hab morgen frei, also wir können da echt schnacken. Können wir ein bisschen Plan machen. Ja, das meinte ich auch. 250 Euro sind nichts. Ne? 250 Euro heute zur Zeit kosten ein paar Schuhe. Ja, ist ne? so. Gute und Schuhe. Ich wollte gerade sagen, gute Schuhe kosten mehr als 250 Euro. Das meinte ich auch. Und bei dem Bitcoin nur mit 250 Euro können Sie einfach teilnehmen. Können Sie einfach paar Teil von Bitcoin kaufen und können Sie einfach schauen. Dann den Expert macht die ganze Arbeit von Ihnen und dann erster Monat werden Sie einen Testmonat haben, Testprobe. Das heißt, Aha. Sie werden erst einmal die ganze Arbeit überprüfen und testen. Und am Ende des Monats, wenn Sie zufrieden sind, können Sie es weitermachen. Wenn Sie Aha. nicht zufrieden sind, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Geld jedes Mal zurücknehmen. Ne?
Wie viel kostet denn ein so Bitcoin? Wie viel kostet einer? Jetzt momentan, das Preis von Bitcoin kostet 26.899 Euro. Aber ich sage Ihnen nicht, dass Sie sollten einen Bitcoin kaufen. Sie können einfach nur 250 Euro investieren bei dem Bitcoin und dann den ganzen Arbeit macht das Experte für Ihnen. Und das bist du, oder was? Bist du der Experte? Nein, ich bin nicht der Experte. Ich bin einfach der Ansprechpartner. Das Experte, das ist jemand anderes. Aber Sie können auch mit mir arbeiten, wenn Sie möchten. Ja, klar. Du bist ein cooler Kumpel, Alter. Ich mag dich. Ja, aber wenn wir uns zusammenarbeiten, dann werden wir uns treffen. Wir werden auf jeden Fall zusammenkiffen. Ah, wo bist du? Sag mir. Momentan stehe ich in London. In London? Da bin ich auch noch nie gewesen. Das sind zu viele Inder, momentan Alter. Ich bin in London. Naja, so viele Weiber gibt in London. Nein, nicht Weiber. Nicht. Inder. Indien. Indien? Ja. Die Indien haben viel Geld, verdammte Scheiße gemacht in London, ja? Ich weiß. Sind alles mit Kette, mit Ringe, alles Gold. Ja, ist schlimm, ne? Aber keine schicken Schuhe. Oh, du bist, macht Spaß. Bist du bei Berlin oder was? Können wir dann mal eine kleine bisschen Party machen? Ja, können wir uns, aber ich sauf nicht, ne? Ich war schon mal schon mit Saufen so richtig krank gewesen und seit Dampf. Ich war richtig so, ich hab zu viel getrunken. Na, ja, das ist nicht gut, weißt du, das ist ja Jugendschutz und so, weißt du, man muss ja verantwortungsvoll trinken, das steht ja auch immer auf den Flaschen drauf. Ja, aber deswegen sauf ich nicht mehr. Also du hast da nur noch deinen anderen Kram dabei. Ja, ich kippe nur. Ja, ist auch okay, ne? Ja, das ist in Ordnung. In Deutschland ist jetzt ja auch bald erlaubt, dann kannst du ja auch machen. Nein, es ist nicht erlaubt. Ja, aber bald, die machen ja, dass du so drei Dinger kannst du dir hinstellen, ein bisschen was darfst du haben. Wer hat das gesagt? Angela Merkel. Oder wie heißt die? Nein. Keine Ahnung. Aber Angela Merkel ist nicht mehr, die ist weg. Ich glaube, sie ist gestorben. Aber ich weiß nicht, wie heißt die neue Merkel, scheiß Politiker. Olaf Schulz. Der Olaf Schulz, genau. Weißt du, bei Radio schon mal gehört. Aber ich glaube, der hat haben gesagt. Sie schon mal Und haben Sie schon richtig gehört, dass Sie werden das erlauben? Ja, so habe ich verstanden. Ich höre immer so bei Radio im Laden, wenn die da irgendwie so erzählen. Aber was werden die schon? Werden die legal die Gras machen oder was? So habe ich das verstanden. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Nein, ich meine das ernst. Ich hoffe, wenn die das machen, ich komme sofort in Deutschland. Ich mache einen Coffeeshop auf. Alter, geil. Das ist cool. Das ist geil, ich werde das in Berlin machen. Ich habe viele Kollegen da in Berlin, deswegen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die sprechen nur, ne? Ja, die reden immer nur. Ich glaube, das stimmt nicht. Viel Scheiße labern, aber nichts machen. So ist das mit Politikern, ne? Glaube ich auch. Die machen das nur so, Faxen und so. Ist bei uns in Pakistan auch so, Alter. Weißt du, Politiker, weißt du, hat sein ganzes Leben nicht gearbeitet, aber macht hier einen auf keine Ahnung, Mubarak oder so. Das ist schlimm. Voll. Ist nichts gut. Ja, deswegen. Ja, aber auf jeden Fall, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wir werden uns wieder sprechen. Schönes Tag noch. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie möchten, wir können uns morgen, kann ich per WhatsApp Ihnen schreiben? Wir werden da in Kontakt bleiben. Ich dachte, wir machen das jetzt fertig, weil morgen bin ich für ein paar Tage bei Stuttgart unten mit Kollege. Dann habe ich keine Zeit. Ich meinte, kann ich Ihnen per WhatsApp schreiben? Benutzen Sie WhatsApp? Nee, überhaupt nicht. Ich bin nur bei Telegram. Weißt du, WhatsApp sind die Amerikanski. Verstehst du? Telegram, da müssen wir uns... Aber bei Telegram verkaufe ich immer, ne? Das kannst du ja machen, aber ich habe halt bei WhatsApp, weißt du, ist Amerikaner und so, das mag ich nicht. WhatsApp haben sie nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Viber auch nicht? Was, Viber? Ganz viele habe ich hier, Alter. Ich könnte dir die Guides denn überhaupt vorstellen. Ne, ich meine, damit sie uns zusammen in Kontakt bleiben, ne? Falls sie Interesse haben bei Bitcoin investieren. Ja klar, lass uns machen. Ich habe jetzt Zeit. Ich bin dabei. Können wir ausprobieren? Was muss ich machen? Sie müssen 250 Euro investieren. Ja, aber wie? Den Weg zeige ich Ihnen. Machen Sie sich keine Sorge. Da, mach mal. Ah, gut. Was soll ich machen? Muss ich Computer anmachen? Mit, ja, genau. Ja, warte mal. Und mit was möchten Sie das machen? Ich habe schon ganze Flasche. Hier getrunken heute. Ich habe so gute Laune heute. Guten Tag. Ist das Sonne da? Ha? Gibt Sonne da? Sauna? Nee, wie war das Wetter? Das kleine wie war das Wetter heute?
Ich habe kleine Einzimmerwohnung. Ich habe keine Sauna bei mir. Nicht Wohnung. Digga, Wetter. Ist das Sonne da? Oh, 20 Grad so ungefähr. Bisschen windig, aber ist gute Wetter. Das ist gut, ne? Aber benutzen Sie Kreditkarte, um das Einzahlung bei Bitcoin zu tätigen? Kreditkarte? Wir sind hier in Deutschland, Alter. Da benutzt man sowas nicht. Ich habe PayPal, ich habe Bank, ich habe Frauen. Visa oder Mastercard? Frauen habe ich auch. Wie viele? Und sind die schön? Ich habe so viele. 6 Stück bis jetzt. Was, Alter? 6 Stück. Ich habe eine in Schweiz, eine in Deutschland, eine in Spanien, eine in Italien. Alter, das hört sich, weißt du, bei uns in Pakistan machen wir das ja auch, aber das hört sich gut an. jeden Tag eine Frau. Weit. Wie soll ich in Pakistan ein Mädchen klar machen? Das ist sehr weit. Ja, da ist schwierig, da musst du viele Kamele mitbringen oder Ziegen. Aber benutzen Sie Visa oder Mastercard? Nein, habe ich nicht. Das brauchst du doch hier im Land gar nicht. Ja, dann müssen Sie mit Überweisung das Geld überweisen. Auch kein Problem. Dann mache ich Online-Banking auf und mache das fertig. Heute ist guter Haben Tag. Haben Sie Online-Banking? Ja klar, Alter, ich bin doch kein Opa, Mann. Ja, dann gut. Dann sollen wir uns das Einzahlung tätigen? Ich werde Ihnen auch 250 Euro Bonus geben. Wenn Sie 250 investieren, Sie werden sofort auf Ihrem Konto 500 Euro haben. Ah, dann mache ich 500 und du gibst mir nochmal 500. Na, ja, wie meinen Sie, wenn Sie 500 investieren? Ja, klar. Gib ich Ihnen 300. 350. Komm, machen wir gute Deal. 380. Jetzt bist du sogar noch mal höher gegangen als das, was ich gesagt habe. Von daher. Salam alaikum. Ja, das machen wir. Ist Deal. Ja, ich meine das ernst. Mit wie viel möchten Sie das machen? Ey, wenn du so fett drauflegst, oben machen wir 500. Ist kein Problem. Ich habe heute Lust zu mit zocken. Weißt du, nachher wollte ich eigentlich bei Spielhalle gehen, aber dann mach ich Bitcoin, Alter. Besser, wenn Sie bei Bitcoin machen. Ne? Sie können bei Bitcoin auch reicher werden. Es gibt ja so viele Leute, die sind schon reicher von Bitcoin geworden. Ja, ist gut. Weißt du, Spielhalle ist nichts gut. Macht Spaß, sind gute Leute da, aber du siehst halt immer noch. Auch. Bei der Spielhalle gehen sie nicht. Casinos sind sehr scheiße. Wir sind nicht mal Casino, das ist hier bei Kneipe drinnen. Weißt du, du sagst, hallo, gib mir Wodka. In Deutschland, egal wo du hingehst, überall gibt da einfach Spiele. Ja, das meine ich ja. Das meine ich doch. Ich weiß das. Immer wenn ich in Deutschland geworden bin, ich habe immer gespielt. Egal, ob ich Sauna gehe, egal, ob ich Kaffee trinke, einfach man sieht das scheiß Ding da und schmeißt Geld rein. Ja, ist ein Problem, wirklich. Das nervt. Deswegen, es ist besser bei Bitcoin teilnehmen. Und da müssen Sie auch nicht mehr investieren. Oder müssen Sie einfach warten, bis das Preis hochgeht. Wenn das Preis nicht hochgeht, Finanzberater, Expert, macht einfach Profite mit anderen Sachen. Und einfach, Sie werden einfach schauen, die Profite, wie viel Sie pro Monat gewonnen. Was denn für andere Sachen? Was meinen Sie? Du hast gesagt, er macht Profit mit anderen Sachen. Warum schreit ja die Frau da hinten so rum? Sag ihr, sie soll leise sein. Ne, weil wir sind hier im Büro. Wir sind hier 2000 Mitarbeiter. Ne? 2000? Und bist du in Indien, Alter, in so riesen Callcenter? Nein, wir sind in London. Drauf. Wir sind in London, aber normalerweise, wir sind große Büro. Ne? Unsere Firma heißt Forex Time und wir sind seit 12 Jahren in diesem Bereich. Wir haben so viele Mitarbeiter, wir haben so viele Kunden. Wir machen diesen Job richtig, deswegen haben wir zu viele Mitarbeiter. Ah, zu viele Mitarbeiter, das hätte ich hier bei uns gerne. Es ist immer nur Azubi, ja, Aushilfe, ich und ein Angestellter. Es sind viel zu wenig Leute im Schuhladen. Wir sind auch von der FCA. Wenn Sie schon mal kennen oder gehört haben, FCA. Ist das dieser Fernsehsender oder was? Ne, FCA, das ist einfach die ganzen Rest, was überhaupt bei dem Trading in Deutschland gibt. Ist Football zum Beispiel, Club wenn jemand Australia, FCA oder was? Verstehe ich nicht. Es ist eine Unternehmer, die schon jeder in Deutschland das Recht gibt, einfach beim Börse teilnehmen. Ach so, nennt sich auch Grundgesetz. Aber egal, Hauptsache Kohle, ne? Das meinte ich. Alter, die schreit ja da hinten, als ob sie abgestochen wird. Ja, ich habe auch gesagt, dass die jetzt, es gibt hier Frauen und so, wissen Sie. Ja, aber die müssen doch ruhig sein. Immer, die gehen immer auf den Sack. Ja, ist so, weißt du, die müssen doch ruhig sein. Wenn zwei Männer sprechen, dann muss die Frau ruhig sein, in die Fabrik gehen und arbeiten, aber nicht so rumschreien. Soll ich sie klatschen einfach? Soll ich sie einfach klatschen? Ja, klatsch sie, ist mir egal. Ist deine Kollegin, nicht meine. Habe ich zweimal geklatscht. Ja, man hört doch, dass die 10 Meter weiter ist. Du hast jetzt auf deine rosa gepuderten Bäckchen geklopft. Du alter Schammer.
Ja. Ey, warte, ey, mein jetzt kommt gerade mein Kollege kommt nach Hause, der ist von ich habe echt schon zu viel getrunken. Der Kollege, der ist von Israel, kann der auch mitmachen bei BeachCon? Der ist von Israel? Ja, Mann. Ja, aber wie sollen wir unsere Arbeit jetzt lassen? Sollen wir uns eine andere Mal telefonieren? Nein, der will aber vielleicht auch machen, weil der hat die Tage auch schon gesagt, der will das angucken. Ja, okay, dann gehen Sie vor dem Computer, wir verbinden uns. Der Computer ist schon an, Mann. Okay, dann sollen wir uns zusammen verbinden? Sollen wir League of Legends spielen oder was? Bitte? Ha? Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, sollen wir jetzt League of Legends spielen oder was willst du verbinden? Verbinden, Digga, damit wir das Einzahlung machen. Das klingt irgendwie schwul, Alter. Oh, du bist echt. Wie heißt du nochmal? Ich weiß gar nicht, wie du heißt, verdammt. Stefan Hoffmann. Stefan Hoffmann, man hört doch, dass du kein Deutscher bist. Was ist dein richtiger Name? Komm, verarsche mich doch nicht hier. Nein, mein Name ist Stefan Hoffmann, weil meine Mutter, es kommt von Deutschland. Und meine Mutter hat das Name bei mir gemacht. Und mein Vater kommt aus Russland. Alter. Cool. Deswegen. Aber sollen wir zusammen ernsthaft verbinden, damit sie das überweisen machen können? Ja klar, sag mir, was ich machen muss. Sie müssen ein Programm herunterladen, das heißt Anydesk. Heißt mit wie? Mit diesem Programm werden Anydesk, ich kann das buchstabieren, wenn Sie ja, möchten. Ja, bitte. Okay, gehen Sie bei Google. Warte mal eben. Nehmen Sie Zeit, kein Problem. Versuchen Sie, wenn Sie noch nie mit Bitcoin versuchen haben, 250 Share einfach versuchen Sie. Wer weiß, vielleicht werden Sie 10.000 mit diesem Geld machen und das wird auch lohnen, ne? Hey, wir haben gesagt 500 und 300 Aktien Bonus. Jetzt fangen wir nicht wieder an mit 250. Also Sie möchten mit 500. Ja, okay, ja klar, wir doch gesagt, Sie Alter. Ein Mann, ein Wort. Ja, okay, so, wie heißt das Programm? Sie Anu Dash. A wie Anton. Aha. A wie Anton. N wie Nuremberg. Ja. Y. Aha. D wie Dora. Aha. E wie Emil. Aha. S wie Siegfried. Okay. Und K wie Kaufmann, Anydesk. Das müssen Sie herunterladen, das dauert nicht mehr als 1 Minute. Na gut. Wenn Sie das herunterladen haben, müssen Sie das für Ihre Computer installieren und dann müssen Sie das öffnen. Von chip.de oder? Bitte? Von chip.de? Oder wo soll ich das runterladen? Ist egal? Na, Download. Ja, aber bei welches Internetseite oder ist egal? Es ist egal. Okay. Einfach gut. nur herunterladen. Chip. Und dann, wenn Sie das herunterladen haben, wenn Sie das auch installiert haben für Ihren Computer, aha, dann werden Sie eine 9-stellige Nummer schauen. Diese 9-stellige Nummer müssen Sie bei mir geben. Dann werden wir uns zusammen verbinden. Wenn wir uns zusammen verbinden, nur eine darf die Maus bewegen. Es ist wegen Ihrer Sicherheit. Deswegen, Sie können das bewegen, aber ich sage Ihnen, wo Sie drücken müssen. Na gut, hier steht was mit Testlizenz, starten oder kaufen. Weißt du, ich habe so einen Kumpel von mir. Der ist die PC-Profi Südlöhn, der baut immer meine Gaming-Rechner, ne? Ist ein richtig guter Profi und sowas. Muss ich den anrufen, oder? Nein, brauchen Sie nicht. Also geht auch ohne kaufen, ja? Oder muss man Programm ja, kaufen? Ja, das ist kostenlos. Anydesk ist kostenlos. Weil hier steht Testlizenz starten oder kaufen. Aber haben Sie Anydesk gesucht? Klar, hier ist doch dieses Nummer, soll ich dir das geben? Eine 9-stellige Nummer. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Nummern da sind, dafür bin ich zu besoffen. Aber schreib mal auf. 1, 4, okay, 5. Einen kleinen Moment, ich bin nicht so weit. Du bist bereit, finde ich gut. Einen kleinen Moment. Okay, sagen Sie mir, wie war diese Nummer? 1, 4, 5. 1, 4, 5. 4, 5, 4. 4, 5, 4. 6, 6, 5, 4. 6, 6, 5, 4. Ja, Pilliard. Okay, ich schicke jetzt eine Anfrage. Sie müssen das annehmen, akzeptieren. Warte mal, da. Bei dem grünen Bereich, ja. Okay, was jetzt sind Chat? Wir uns ist das, zusammen. Ist das wie ICQ oder was? Guck, ich habe dir ein Herz geschickt. Guck mal, was ich hinschicke. Lassen Sie kurz mal. Ich kann gar nichts bewegen. Ja, doch. Ich kann das nicht schicken. Ich wollte Ihnen auch ein Herz schicken. Warte mal, jetzt. Nein, ich kann nicht. Egal. Warum nicht? Trotzdem, gehen Sie bei Google. Ich weiß es nicht. Was ist das hier alles? Egal. Gehen Sie,
Und jetzt kannst du schreiben, oder? Egal. Gehen Sie bei Google einfach. Bei Google, nicht hier. Ganz unten. Nein. Was denn? Was denn? Ganz unten hier. Ja, okay. Die da. Abbrechen. Ja, genau. Genau. Nein. Bitte, hören Sie auf mich zu. Soll ich das bei Ihnen schreiben oder schreiben Sie? Okay. Ey, Alter, ich bin so besoffen, Alter. Scheiß Werbung, Alter. Okay, schreiben Sie F wie Friedrich. Oben, nicht unten, oben. Ganz oben hier. Ja, aber warum bin ich dann überhaupt erst hingegangen auf diese Seite? Ja, nicht S, sondern F wie Friedrich. X. T wie Theodor. I wie Ida. Maria. Maria, nicht N, sondern M. Aha. Ja, E, Emil. Punkt. Ida Otto. Ida Otto, okay. Was ist das? Indonesien oder was ist das für Domain? Nein, das ist IO, das ist in London. Ja, das ist Ihre Handelsplattform. IO ist doch nicht die Abkürzung von London, Alter. Guck mal, mit dieser Plattform werden Sie beim Börse teilnehmen. Hier haben Sie ein Konto. Soll ich das Konto Ihnen zeigen? Klar, dabei. Okay, drücken Sie bei drei parallele Striche. Was soll ich machen? Das da. Warum ist das alles auf Englisch, Alter? Ich verstehe das gar nicht. Wollen Sie das durchmachen? Ja, oder auf Arabisch ist auch okay. Arabisch geht es nicht. Hier oben. Was heißt schauen geht Sie das nicht? Maus? Aha. Schauen Sie das Maus hier oben, machen Sie das Deutsch. Mit Translate okay. Habt ihr gar nicht eingebaut. Oh, okay. Jetzt bei drei parallele Striche drücken. Hab ich gemacht. Und jetzt? Okay. Unten schauen Sie, wo gibt Login? Nein, ist da. Anmeldung, ja. Okay. Der Computer ist zu langsam. Ich habe eine E-Mail-Adresse hier vor Ihnen. Einen kleinen Moment, ich schaue das. Aha. Das ist peso90@fucaro.com. Also ich bin so besoffen. Kannst du schreiben? Ja, peso90@fucaro. .com. Okay, ist das richtig? Fucaro? Fuacaro. Nein, nicht Fuacaro. Ich mag das, ne? Alter, ist bei euch Disco Party oder was? Ja, Fucaro. Aha. Ja. Hast du gerade Passwort zu mir gesagt? Nein. Passwort am Anfang, es ist ein automatisches Passwort, aber wir werden das zusammen ändern. G-H-7-S-S-F-W-W. Okay, Anmeldung. Das Passwort ist falsch. Hast du dich vertippt, Alter? Komm, wir gehen mal ra- Oh, was habe ich jetzt gemacht? Sollen wir die Überweisung sofort machen, besser? Nee, ich will mir das angucken. Dabei, Blair. Okay. Kack, was ein kleiner Moment, dann. Ich generiere das Passwort. Ich mache ein gleiches Passwort. Kack, was auf Wut, Bratan. Ein kleiner Moment. Es ist ein Auto. Bratan. Okay. Ich mache das ein neues Passwort. Ein kleiner Moment. Aha. Kack, was auf Wut, Bratan. Aber wie ist Ihre Nachname? Kack, was auf Wut. Bitte? Как вас зовут? Как вас зовут? Aha, ich dachte, du bist Russe. Verstehst du kein Russisch oder was? Nein, ich meinte deinen Nachnamen, weil Finanzabteilung hat mich gefragt. Warte, ich schreibe dir. Das ist Name. Alpha ist. Peso Alpha ist. Also, weil hier haben sie Lali. Was soll Lali bedeuten? Das ist mein Spitzname. Ach so. Da gibt es so ein Lied.
Da gibt es noch ein Lied, Fesolali, Fesolali, das ist so ägyptischer Bauchtanz, vielleicht kennst du. Okay, das ist ihr Handelskonto, ne? Der Typ mit dem Fahrrad da oben, oder was? Nein, hier können Sie das Deutsch machen. Was denn? Ich glaube, die Seite ist kaputt, Alter. Warte mal. Nein, lassen Sie. Ich mache das für ihn. Lassen Sie kurz den Maus frei, bitte. Ich soll die freilassen? Den haben Sie da auch? Lassen Sie kurz. Maus frei, ich mache das für ihn. Okay. Jetzt. Yes. Das ist Ihre Handelskonto, ne? Das ist immer noch auf Englisch, Zuckerwille. Jetzt haben Sie Deutsch. Hier können Sie die Sprache ändern. Das ist klasse. Schauen Sie jetzt Konto. Hier ist Ihre Kontonummer. Aha. Mit dieser Nummer könnt ihr jedes Mal eine Einzahlung oder Auszahlung tätigen. Das ist klasse. Aber da steht gar nicht DE davor. Ist das wie IBAN oder was? Nein, das ist Deutschland. Aber das bei Kontostand. Sagt er. Ja, das ist Deutsch. Das ist die Sprache, Digga. Aber schauen Sie bei Kontostand. Ich werde Ihnen das erste Mal erklären, wie das funktioniert. Ja, bei Kontostand werden Sie immer die Investitionen machen. Die Geld, was Sie schon investieren, werden Sie hier bei Kontostand schauen. Bei dem Sparen werden Sie schauen immer die Profite, die Gewinne. Was Sie schon schaffen, werden Sie bei Sparen schauen. Und bei einigen Kapital werden Sie immer schauen, die Gewinne und die Geld, was Sie schon investieren, im Gesamt werden Sie bei einigen Kapital schauen. Aha. Bis jetzt haben Sie mich verstanden? Ja klar, bin ja nicht dumm. Okay. Beim Profil bearbeiten. Hier werden Sie gleich später alleine machen, werden Sie das alles füllen. Ihre persönlichen Daten, okay? Aber machen Sie das selber. Hier Aha. können Sie jedes Mal das Passwort ändern. Möchten Sie dieses Passwort ändern? Nee. Weil das kann ich mir sowieso nicht merken. Wissen Sie, weil das ist das Gleiche, wie wir ein Konto bei der Sparkasse haben, werden Sie auch ein Konto bei uns haben. Ne? Ah, da kann ich. Deswegen, und hier bei Abheben können Sie Auszahlung tätigen. Zum Beispiel, wenn Sie mit 250 oder 500 Euro ansteigen und nach einem Monat haben Sie Profite gemacht und möchten Sie 1000 oder 2000 Euro auszahlen lassen, müssen Sie immer bei Abheben gehen. Ich mache ein Beispiel jetzt bei Ihnen, Aha. weil Sie haben noch kein Geld drauf. Bei Konto müssen Sie immer Ihre Kontonummer wählen. Bei der Amount müssen Sie immer schreiben die Summe, wie viel möchten Sie auszahlen lassen. Und so viel ja, am okay. besten. Ja, am besten, ja. Und bei den Währungen werden Sie das drücken, werden Sie das Euro oder US-Dollar bekommen. Wir machen Euro, das Euro, Alter. Ja. Ich mit Dollar und haben. Hier, das beide kleine Kärtchen müssen einverstanden sein. Das ist wichtig. Da muss ich das erst lesen, warte mal. Deutsch, machen Sie Deutsch. Da steht gar nichts drinnen. Hier, Deutsch, hier. So, hast okay. du noch eine, hast du noch ein Mikroskop dabei? Das ist so viel zu klein, das kann ich doch gar nicht lesen. Warte, ich mag das, lassen Sie die Maus frei. Ich mag das für ihn. Lassen Sie die Maus frei. Yes. Hast du immer so dumme Kunden am Telefon wie mich? Ich hatte noch nie so dumme Kunden gehabt. Das tut mir leid, das macht bestimmt viel Spaß, oder? Alter, ich brauche noch einen Schluck, warte mal eben. Ja, noch einen Schluck müssen Sie, ne? Damit Sie richtig besoffen gehen. Ja klar, komm, wir singen zusammen russische Lieder. Kannst du russische Lieder oder was? Ich kann von Capital Bra. Aber nee, guck mal jetzt. Das ist kein russisches Lied, warte mal so. Guck mal jetzt, weil ich habe auch alles was Kalinka, ja. Das kennst du noch, oder bist du ein Russe, Alter? Sing mit mir Kalinka, los. Guck mal. Wir machen das so. Ja, warte. Weil ich habe jetzt auch einen Anruf von der Finanzabteilung bekommen. Also, die haben zu mir gesagt, was machst du die ganze Zeit? Arbeiten. Und Fettkohle, ja, aber schade, weil alle, was wir uns sprechen, werde hier gespeichert sein, wissen Sie. Ja, ey, komm, du hast mir was erzählt, dass ich Drogen für dich verkaufen soll. Es ist scheißegal, nein, was wir hier reden. Ja, aber sprechen Sie nicht mehr solche Sachen, besser, ne? Warum nicht? Es ist besser, ne? Weil ich will auch nicht meine Arbeit verlieren. So, ach, komm. Wie ich Ihnen das erklärt habe, ne? Hier können Sie das Auszahlung tätigen. Du, dann, kurz, wenn Sie das mal alles kurz was gemacht anderes haben, zwischendurch.
ich bin ja, weißt du, im Schuladen ist ja oft sehr langweilig und ich habe auch ein, wie soll man sagen, ich mache so ein bisschen so Rap-Battle, verstehst du? Und? Soll ich dir mal was vortragen? Ich habe das selber geschrieben. Später, nicht jetzt. Na doch, jetzt. Nachher kann ich gar nicht mehr lesen, Alter. Bin ich viel zu besoffen. Hast du 2 Minuten oder was? Ja, habe ich, aber ich habe einen anderen Kunde um 6.30 Uhr. Deswegen wollte ich ihn gerne fragen. Ja, klar, sollen wir uns das, das Überweisung das tätigen? Ja klar, gib mir deine Kontonummer. Schreib da mal rein. Das ist für Bitcoin, aber loggen Sie sich bei Ihrer Online-Banking ein. Okay, wir machen das, das zusammen. Das kann ich nur bei Handy machen. Dann musst du mir hier dein IBAN reinschreiben. Und während du die IBAN reinschreibst, trage ich mein Gedicht vor. In der Schule viel zu blöd, heißt jetzt Telefongetröt. Statt Karriere, Kind und Frau wirst du fett und stinkst wie Sau. Von der Familie verstoßen, heißt jetzt Bitcoin, Fake Shop, lose. Bist absolut talentbefreit, zu jeder Missetat bereit. Statt Ehre, Anstand, kriminell, hoffst du auf Kohle viel und schnell. Schnell einen Namen ausgedacht, ein schlechtes Skript fix beigebracht. Lahm wie ein Faultier sitzt du da, nicht mal dein Fake-Name ist dir klar. Arme Menschen zu betrügen, erfreut dich jetzt in vollsten Zügen. Doch blöde, sackdumm und debil, wer hier arbeitet, kann nicht viel. Nicht mal betrügen kriegst du hin, schon wächst das dritte Doppelkinn. Bist zu dumm zum Sätze sprechen, Grammatik, Geo und auch Rechnen. Nur 5er, 6er in der Schule, hast Juden, Christen, deutsche Schwule. Liebst Adolf, Stalin, Erdogan, im hohlen Kopf nur Achterbahn. Ist dir ein Glücksabschluss gelungen, wird geklatscht und laut gesungen. Geschrei, Getöse und Krawall, Stimmung wie im Schweinestall. Und auch du fühlst dich ewig cool beim Elend in der Scheiße suhlen. Keine Ehre, kein Gewissen, mies ins eigene Nest geschissen. Das ganze Leben kriminell, heim zu Mama aber schnell. Deine 5 Minuten Fame, die kannst du bald auf YouTube sehen. Du wirst verarscht und ausgelacht, hast es auch hier zu nichts gebracht. Dreist, dumm, frech und blöd wie Brot, droht bald Hartz IV und Wohnungsnot. Meist gehasst in aller Länder, Leute wie du und Kinderschänder. Mach die Musik aus, Alter. Das war aber richtig krass. Ja, das ist mein Callcenter-Gedicht. Da habe ich 3 Tage dran geschrieben. Sie haben das richtig gut gemacht. Ja, ist geil, ne? War aber noch gar nicht fertig, aber das war so laut bei dir, dass du es sowieso gar nicht verstanden hättest. Nein, ich hab das gehört, aber das war krass, ne? Sie haben das alles selber geschrieben? Ich habe das selber geschrieben, ja, während ich mit so Telefonbetrügern telefoniert habe, habe ich nebenbei so alles Wichtige aufgeschrieben, was mir dazu einfällt. Aber Sie haben zu mir gesagt, dass Sie haben noch nie Erfahrung gehabt. Ne, das waren ja auch so Strombetrüger und 4D-Marketing, Mastercard und so an, so Gewinnspiele und sowas. Da habe ich das aufgeschrieben. Ich muss sagen, mit deiner Art habe ich ja auch schon oft gesprochen, aber investiert habe ich halt noch nie, weil ich nicht so dumm bin. Aber jetzt im Moment, sollen wir das uns machen, weil ich soll der andere Kunde jetzt anrufen. Ach so, willst du den auch abzocken? Nein, ich abzocke niemanden, Digga. Na doch, du bist ein scheiß Krimineller. Ich habe dich eine Dreiviertelstunde verarscht, Alter. Du bist gerade live auf YouTube, du Arschloch, du Dummes. Ja, du bist live im Internet, du Bastard. wo kann ich das schauen? Auf YouTube, du Trottel, du Dummer. Scheiß kriminelles Schwein. Aber, was soll ich da schreiben, um das zu hören oder zu schauen? Hühnerkanal kannst du schreiben. Wie? Hühnerkanal. Schreiben Sie mir, zeigen Sie mir das hier. Zeigen Sie mir per YouTube hier bei Ihnen. Lassen wir uns das sehen. Jetzt kann ich mal ein bisschen Werbung für andere Leute machen. Also, guck mal, hier ist der Hühnerkanal. Ich bin dabei. Guck mal, das bin ich. Scheiße, jetzt ist das Bild wieder weggegangen. Das ist wieder Werbung bei YouTube. Sehen. Aber weißt du, Ehrenleute lassen bei YouTube ein bisschen die Werbung laufen, um eben die Creator zu unterstützen, weil die machen das ja alles ehrenamtlich, verstehst du? Aber haben sie überhaupt Views und so? Wie viele Views haben sie? Also 6.000 in der Woche ungefähr. Weißt du, ich habe jetzt gerade, guck mal, das bin ich. Ich habe ein Hühnchen dabei. Und was machen sie da? Hühnereier sammeln. Jetzt ist es weggeflogen. Aber wo kann ich mich schauen? Das, was wir uns zusammen gesprochen haben. Da musst du Webcam anmachen. Dann kannst du dich hier gerne anschauen. Hast du Webcam? Soll ich Webcam aufmachen? Ja, mach mal Webcam an, Alter.
Bist du behindert, oder? Du bist behindert, du scheiß Krimineller. Bist du behindert, Digga? Hast du was Schlechtes genommen, Digga? Na, guck, wir machen hier einfach mal und schreiben mal Scam dahinter, damit es auch der letzte Trottel sieht. Da. Betrüger, 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 Betrüger. Alle Welt sagt, ihr seid Betrüger. Und aber du hörst dich auch an wie ein. Guck natürlich. Mal, wer wir sind. Wir sind Alter, das hier. Guck du erzählst mal. Mir irgendwas. Ich hab dich den ganzen Tag verarscht, Digga. Ja, Fortnite Battle Royale. Ich hab dich den ganzen Tag verarscht, Digga. Du hast überhaupt keine Ahnung, warum ich dich angerufen habe, was ich mit dir den ganzen Tag verarscht habe. Na doch, weil du dumm bist. Du denkst, dass du schlau bist. Guck mal, Moment, ne? Du denkst, dass du schlau bist, aber ich hab dich ganz auf YouTube auch gemacht. Ne? Du hast mich auf YouTube gemacht, geil. Zeigen, weil ja, komm, du denkst, dass du schlau bist, ich aber zeig. Ich hab dich den ganzen Tag jetzt verarscht und diese, was ich hier gezeigt habe, ne, das werden sie auch per YouTube gleich schauen. Ja los, zeig aber mir, los, du möchtest gerne. Aber ich hab sie richtig reingesteckt. Du hast eine Dreiviertelstunde wertvolle Abzockzeit verloren. Das Einzige, was du reingesteckt hast, sind Löffel in deine Nase. Ich hatte gar nichts zu tun, Digga. Einfach mit ihnen so zum Quatschen, ein bisschen ihn verarschen und so. Ich hatte ja überhaupt gar nichts zu tun, deswegen. Du bei mir alle langweilig und ich habe meine Eier mit ihnen ein bisschen so gespielt, ne? Aber trotzdem, auf jeden Fall ist es gut, ne? Weil sie eine... Weil sie, ich weiß, dass sie eine Hurensohn sind. Ihre Mutter ist so eine Schlampe, das weiß ich schon. Und auf jeden Fall mit ihrer Mutter habe ich gestern geschlafen. Ich war in Berlin. Ich habe sie so richtig reingefickt. Stehst ne? du auf alte auf Frauen? Fall, bist du so verzweifelt, dass du nur alte Frauen mal, kriegst? Du bist mein Sohn, weiß ich das, aber auf einmal jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ne? Ah, sind, so, ab jetzt sind sie ein Kopil. Okay. Du bist jetzt so kriminelles wow. Schwein, Alter. Ich hab dich so verarscht, ne? Ich hab dich ich verarscht, deine Trottel. Mutter so krass ficken, ne? Du stehst auf alte Frauen, ne? Jetzt wollte ich gerade noch sagen, jede normale, so junge, hübsche Frau will mit so Kriminellen ja nichts zu tun haben, aber da hat er aufgelegt, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, mir hat das mega Bock gemacht und du hast gemerkt, wie angepisst der jetzt am Ende war. Der ist so dumm, der ist nicht in der Lage, 50 Minuten eine Rolle zu spielen.